Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was die SPD und die Grünen in ihrem Antrag darstellen, trifft zu. Die Situation der Auszubildenden ist vergleichbar mit denen der Studenten und daher ist es selbstverständlich auch nötig, für diese Gruppe eine Möglichkeit zu finden, welche sie in die Lage versetzt, eine günstigere, preiswertere Möglichkeit zu finden, den ÖPNV zu nutzen. Dafür jetzt einen Prüfantrag zu stellen und das entsprechende Verfahren einzuleiten, ist daher folgerichtig. Deswegen bleiben mir nur noch ein paar Anmerkungen zu machen. Sie schreiben, die Auszubildenden sind dagegen nicht als Körperschaft öffentlichen Rechts verfasst. Vielmehr müssten sie unter anderem die Handels- oder Handwerkskammer tätig werden, deren Mitglieder die jeweiligen Ausbildungsbetriebe sind. Das ist ja eine Aufforderung an diese Institution, jetzt tätig zu werden. Gut, Sie haben Ihnen jetzt die Arbeit abgenommen, Sie haben diesen Antrag gestellt, was auch, wie gesagt, gut und richtig ist. Aber warum werden Sie eigentlich nicht noch mehr aktiv im Sinne des vorliegenden Antrages? Denn dieser Antrag ist selektiv. Er nimmt eine Teilgruppe und bearbeitet das Thema nicht ganzheitlich. Denn letztendlich gibt es ja mehr als nur die Auszubildenden, die gerne vielleicht öfter mit dem ÖPNV fahren wollen, aber nicht die Mittel dafür haben. Wir haben Senioren, die knapp über dem Sozialhilfesatz leben, ohne Bedarf für eine Abokarte. Den bringt die Sozialkarte also auch nichts. Wir haben die alleinerziehende Mutter oder den alleinerziehenden Vater, der auch gerne eine Einzelkarte mal braucht, die er sich, und das zeigen uns Anschreiben, die wir bekommen, sich nicht leisten kann. Das sorgt dafür, dass auch diese Menschen benachteiligt sind in diesem Sinne des Antrages und in dieser Hinsicht. Klar, jetzt können Sie kommen mit, wir haben ja die AGH-Karte, wir haben die Sozialkarte, wir haben auch die Regelsätze in den Sozialhilfen und da schaffen wir ja Ausgleiche. Alles punktuelle Ansätze, um gerechtigkeitswirkend, ausgleichend zu wirken, vom Ansatz her alle gut und richtig, aber immer alles Insellösungen. So auch dieser Antrag. Deswegen würden wir es begrüßen, wenn dieser Antrag den Anstoß dazu geben würde, das Thema Fahrpreisgestaltung vielleicht einmal grundsätzlich anzugehen, statt weitere Insellösungen hier aufzuzeigen. Der Zusatzantrag, der vorliegt, hat jetzt eine weitere Gruppe entdeckt, die man behandeln könnte. Und auch da kann man nur zustimmen, so man mit diesem Antrag auch nur zustimmen kann. Deswegen an dieser Stelle einmal der Vorschlag an den Senat zu überlegen, ob es nicht als Projekt für die entsprechenden Behörden nicht angedacht oder gut angedacht wäre und angemessen wäre, sie einmal damit zu beauftragen, das Tarifsystem unter diesem Aspekt einmal nochmal neu zu bewerten und vielleicht auch den Mut haben, so ein, da bin ich mir bewusst, dass das ein großes, dickes Brett ist, so ein Brett mal anzugehen, anzubohren und vielleicht grundsätzlich über die Tarifstruktur nachzudenken. Die übergeordnete Zielsetzung muss einfach sein, mehr Menschen zur Nutzung des ÖPNV-Verkehrs zu bewegen und dabei zeitgleich noch über attraktive Angebote, wir haben es ja eben auch schon mal gehört, die MIV-Pendlerströme zu verringern. Das wäre wieder eine Win-Win-Situation. Auch dafür sind solche attraktiven Tarifgestaltungen ein Schlüssel, ein Weg dorthin. Und Zielsetzung muss dabei eben auch sein, dass in den einkommensschwachen Haushalten den Möglichkeiten geboten wird, den ÖPNV auch zu nutzen, ihn in dem Sinne auch bezahlbar zu gestalten. Denn der ÖPNV spielt eine nicht unwichtige Rolle bei der sozialen Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppen, die eben über ein nicht so hohes Haushaltseinkommen verfügen. Und das ist noch dezent ausgedrückt, über ein nicht so hohes Haushaltseinkommen. Wir werden diesem Antrag, wie gesagt, zustimmen. Wir werden auch dem Zusatzantrag in dieser Sache zustimmen, auch wenn er nicht ganzheitlich ist, aber es ist der Spatz in der Hand, der ja bekanntlich besser ist als nichts. Dann noch vielleicht ein Wort zu Herrn Bill. Ja, wir haben hier erfreulicherweise einen Konsens darüber, dass der ÖPNV zu fördern ist. Und ja, der Senat tut anerkennenderweise auch viele Sachen in der Richtung Anschaffung neuer Züge, Planung neuer Strecken. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das Motto der Stadt dann eigentlich ein falsches ist, in Anbetracht der Rolle, die der ÖPNV heute spielt und für die Lösung der Verkehrsprobleme, aber auch der Luftreinhaltung spielen kann und muss. Und das ist eben das Motto, Hamburg wird Fahrradstadt. Das ist dann nämlich falsch. Das richtige Motto wäre, so wie wir es eben auch fordern, Hamburg muss ÖPNV-Stadt werden. Das wäre das richtige Motto, denn daraus leiten sich ja auch Prioritäten und Zielsetzungen ab. Das ist ein Punkt, da bitte ich Sie auch nochmal drüber nachzudenken, ob Sie das nochmal verfolgen wollen. Und wenn wir hoffen,
dass diese Maßnahme hier Erfolg hat, werden die Züge noch voller werden, als sie bisher sind. Und die jetzigen Maßnahmen wie U5, die werden uns dann nicht mehr retten, weil die sind erst in Jahrzehnten zur Verfügung. Vielen Dank.